Krass, Leute, krass. Mein Nachbar geht hier ans Finishen. Unglaublich. Guckt euch das an hier. Yeah! Und zwar hat er jetzt den Mutterboden erhalten und schmeißt jetzt seinen Mutterboden auf die eingeebnete Mutterbodenfläche, seinen frischen Mutterboden auf die alte Mutterbodenfläche drauf. Jetzt wird noch schön die frische Mutterbodenfläche nivelliert, schön verteilt, angeglichen an die alte Rasenfläche und dann wird gesät. Dann fertig. Einsehen, Bewässerung laufen lassen und wir haben eine schöne neue Rasenfläche. Ich bin sehr gespannt, wie schnell jetzt hier der Rasensamen auflaufen wird, jetzt schön im Herbst, September. Perfekte Verhältnisse für die Nachsaat. So regeneriert man einen kaputten Rasen. Ja, da werden jetzt hier richtig schön gleichmäßig die Hügelchen verteilt. Ungefähr 10 cm, 5 bis 10 cm Mutterboden wurde jetzt hier ausgebracht und verteilt. Wir haben eine richtig schöne Rasentragschicht und da kann das Gras ja nur gut wachsen. Ich hoffe sehr. Das sehen wir schon. Das ist natürlich jetzt auf selber Höhe, ne? Wir müssen vielleicht einen Tucken höher lassen. Ne? Ja, der muss ein bisschen höher. Der muss höher. Das sackt ja noch. Liebe Rasenfreaks, der Nachbar ist wieder mal nicht da und das gibt mir die Gelegenheit, mal wieder auf seinen Rasen zu spähen. Jetzt mal zu gucken, wie es hier aussieht. Er ist fast fertig, der Rasensamen ist gesät. Die Fläche ist, naja, nicht ganz so eben geworden, wie ich mir das wünschen würde. Aber das kann man dann später mal mit Sand ausgleichen. Seine Bewässerungsanlage läuft. Alles cool. Jetzt gucken wir mal schnell, wie der Rasensamen hier aussieht. Der ist jetzt einer Woche drin. Heute ist Samstag, der 21. September, Herbstanfang. Ne, Tag und Nacht gleiche. Hier wird es jetzt langsam Winter. Und in Australien wird es Frühling. Ne, hier Lawn-Tipps. Müsst ihr mal gucken. Da blühen gerade die ersten Bäumchen. Da haben die gerade Frühling. Oh Mann. Ja, da geht gerade die Saison los. Hier geht die Saison dem Ende entgegen. Die beste Zeit, jetzt nochmal seinen Rasen auf Vordermann zu bringen. Ja, schauen wir mal, wie sein Rasen hier aussieht. Also noch sieht man keine Helmchen. Noch ist hier nichts aufgelaufen. Ich habe zumindest nicht einen Halm gesehen, der jetzt rausgekommen ist. Naja, noch eine Woche. Es ist jetzt morgens schon richtig kalt. 4 Grad hatten wir auch heute Morgen. Ah, das ist natürlich nicht mehr so gut. Tagsüber ist es jetzt die nächsten Tage nochmal richtig schön. Es ist ein herrlicher Morgen. Wir werden halt bestimmt wieder 20 Grad kriegen. Dann powert natürlich wieder der Rasen. Und dann wird vielleicht auch in den nächsten Tagen die Saat aufgehen. Bei mir sieht man das natürlich nicht. Ich habe auch nachgesät letzten Sonntag. Und da sieht man nichts. Die Nachsaat ist richtig gut aufgelaufen. Die Helmchen sind schon richtig, richtig schön lang. Seinen eingebauten Rasensprenger, der sitzt auch gut. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Das war ein ziemlich schwieriges Thema, die richtige Höhe hier festzulegen. Er hat hier sehr schön ein bisschen reingehakt, dann nachgesät. Und dann fällt der Rasensamen in diese Schlitze rein. Und man dann wieder ein bisschen rüberwalzt,
dann kommt der genau in so Reihen aus den Schlitzen raus. Das kann man sehen, aber ich weiß nicht, ob man das auf dem Film gut sehen kann. Hier nochmal ein Shot auf den Übergang. Die Nachsaat, die wir im Frühjahr hier angelegt haben. Und jetzt die Nachsaat hier im Herbst. Mit dem vielen Regen ist das natürlich ein Traum für den Rasen. Wunderbar. Echt top. Das wird fantastisch aussehen. Ja, Freaks. Wir gehen jetzt raus zum Nachbarn, um den finalen Stand von seinem Rasen anzuschauen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt den 26. Oktober und viele, viele Wochen hat mein Nachbar an seinem Rasen gearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Er hat zum zweiten Mal gemäht und wir gucken jetzt mal, wie der Rasen aussieht. Oh, ich sehe ihn schon, Freaks. Moment. Ja, das ist also der Rasen von meinem Nachbarn. Schön jetzt hier gucken hier. Wahnsinn. Der ist schon richtig, 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 richtig dicht geworden. Unglaublich, wenn ihr euch hier an die ersten Bilder erinnert. Hier schön schon eingewachsen. Teilweise schon richtig puschelig. Durch das Mähen kriegt er jetzt unten schon die nächsten Helmchen. Total krasses Projekt. Total krasses Projekt. Da ist er noch nicht so ganz durch. Da ist er nicht ganz so gut gekommen. Teilweise ist er schon richtig, richtig schön dicht. Ja, hier haben wir eine brutale Schadstelle. Und zwar haben hier die Vögel den ganzen Boden aufgerissen. Das haben wir hier an den Seiten auch überall. Überall da haben die Vögel ja auch überall hier, also das ist der Wahnsinn. Da wurde überall von, ja, ich vermute mal den Vögeln, der Boden aufgerissen. Glücklicherweise nur in den Randbereichen hier. Auch hier, also wirklich ein einziges Trümmerfeld. Ja, sonst kann man nicht meckern. Er mäht hier so auf 6 cm. Und das ist jetzt nicht schlecht für den Anfang. Je öfter er mäht, desto dichter wird natürlich jetzt der Rasen. Das Wetter ist noch herrlich. 16, 17 Grad die letzten Tage. Wir können jetzt hier schön weiter mähen, mähen, mähen. Ruhig alle 3 Tage mähen, damit der Rasen wächst. Man glaubt es ja nicht, aber Gras liebt Mähen. Je mehr wir mähen, desto schöner wird das Gras. Freut mich sehr, mein Nachbar ist glücklich. Alles ist gut. Okay, ja, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt hier das Ende von meiner kleinen Videoreihe Rasen erneuern. Freut mich, dass ihr dabei wart. Bleibt dran, abonniert mich, macht die Glocke an, dann habt ihr immer meine aktuellen Videos. Es ist jetzt Herbst, ich werde jetzt nur noch wahrscheinlich ein Video pro Woche hochladen. Ich schaffe das nicht mehr. Jetzt ist es immer dunkel die Woche über. Heute ist Zeitumstellung Ende Oktober. Ja, ein Video die Woche, denke ich, das reicht auch jetzt im Winter. Schauen wir mal, was da noch so geht. Und bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss!